Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit dem Livestream-Charakter. Wir haben einen Charakter von 0 auf, jo, fast 65, vielleicht 64 gemacht. Ihr seht, haut da richtig rein, also macht sehr viel Schaden. Und ist auch sehr defensiv. Ein Tip-Top-Bild. Unten in der Videobeschreibung habt ihr den Bildplan, wo ihr dann so ein Bild nach wählen könnt oder auch spielen könnt. Jo. Sehr, sehr toll, also auch unbedingt die Livestream-Parts anschauen. Das war richtig toll, also ich bin manchmal echt geflasht gewesen wegen diesem Bild. Ihr seht es, also ich muss euch das mal ein bisschen erklären. Na, guten Morgen. So. Wir greifen mit Rampage und Maul an vom Bärbär. Und dadurch werden die Ranken beschworen. Weil wir Maul einsetzen können wie ein Sprung, wie der Schrank, der Sprung vom Primalisten. Also dort haben wir auch gesehen, dass wir zu 100% drei Ranken beschwören. Also der Zornsprung. Okay, dankeschön, liebes Spiel, dass du das sagst. Und jo, die Ranken sind durch die Spriggenform verstärkt worden. Wir haben jetzt momentan, weil wir noch nicht das Schwert tragen können. Ich habe es gar nicht mitgenommen, okay. Dann kann einfach mehr Schaden, dass die Ranken nicht mehr so geskillt werden müssen. Ich muss ein bisschen defensiv halten. Aber ich lasse, glaube ich, noch die Rankenstärke. Die machen dann Schaden. Später macht es die Sprickenform wahrscheinlich eher. Die Sprickengestalt, meine ich. Dann werden wir mal sehen. Sonst, also ich muss einfach ständig herumlaufen. Dass die Schuhe auch noch die Ranken beschwören. Und dann immer wieder Maul einsetzen und ausweichen. Mehr muss ich nicht machen. Die Spriggengestalt, die schießt dort auch schon ziemlich Schaden. Das ist auch sehr viel Schaden. Und die tut uns auch defensiv und zu verstärken. Aber auch offensiv ziemlich gut. Ich muss einfach die Balken füllen, oder damit wir so schnell wie möglich in die Empowered Monoliths kommen. Wegen Zeitproblemen habe ich jetzt einfach noch nicht gut vorbereitet. Das können wir in ein paar machen. So. Das geht nicht so langsam. Und ist nicht so langweilig. Das Schwert mal kurz so rausholen. Ich glaube, ich drei Stück, einfach das stärkste Schwert nehmen. Und so, einfach schauen, dass wir mehr critten. Vielleicht ein paar Idole noch austauschen bald. Ich habe halt wenig Resistenzen, das ist nicht das Problem. Also ich mache die Idole eh noch für die Resistenzen. Aber wenn wir critten, machen wir so unglaublichen Schaden. Das ist schon cool. Also viel mehr als meine anderen Builds. Ich habe nicht so gut spielen konnte, weil mir Items fehlen. Also ist dieser Bild eigentlich, also wenn ihr Obliterate of the Frozen Light oder so habt, heißt es, glaube ich. Vielleicht sehe ich das mit einem anderen. Ja, ich glaube, es heißt so. Wenn ihr das Eisschwert habt, einfach für Level 65, dann könnt ihr den Bild eigentlich gut spielen. Sonst, ja, braucht ihr vielleicht einfach so einen Stab mit mega viel Diener-Zauberschaden. Ich habe hier 319. Und das reicht auch, um dorthin zu kommen, wo es einfach dieses Schwert gibt. Ages of Dragon, das Zeitalter des Drachen oder so. Dort einfach die Schwert mit Ages und Set Ages machen. So, lieber Spammer-Gegner. Ein bisschen zu sehr gespammt. Weil die machen halt schon sehr viel Schaden mit dieser Nova.
Diese Spinnen, sie lenken auch sehr ab, die mache ich nicht so gerne. Jo, und noch ein bisschen krank. Wie sauer aufstoßen so noch. Okay, jetzt müssen wir mal das Schwert equippen. Haben wir jetzt genug Geld wahrscheinlich? Ja, sehr gut. Dann machen wir wieder so eine Trödelkiste. Also erstmal reinlegen. Genau, und die Rüstung, die kann ich jetzt auch nicht tragen. Wir sind zu wenig defensiv. Genau, das Schild muss ich noch tragen. Und hier, was macht mehr Schaden? Schon das Recht, also wegen Diener verursachen mehr Kälteschaden. So. Also nächstes Level. Sonst eigentlich das Schild da unten links. Nein, wir brauchen auch schon was. Gut. Wo nochmals dieses Lager? Ich möchte einfach die Dole mal nicht drin haben. Jetzt hat er viel mehr Platz. Gut. Also ging ja schnell. Dank dem Lager. Platz. Jo, es war schon 1 Uhr heute, morgen. Und jo, ich habe ja nicht so viel Zeit jetzt. Bis jetzt ist ja, es ist 11 Uhr ungefähr. Dass wir auch ein bisschen schlafen können. Die Spinnen, die haben eine unglaubliche Sichtweite. Diese Kurven laufen. Nicht unbedingt so die Schosse kassiert. Nervige Gegner. Aha, eine Kiste. Also für mich wirklich der beste Bild. Er ist mir genauso anspruchslos, wie ich es eigentlich wirklich gerne hätte. Ich bin halt nicht gerade so derjenige, der immer das aufwendige Beat spielen möchte. So viel Minion LP, aber es ist ein Amulett. Oh. Wir haben ein Unique Amulett, wir müssen einfach noch Legendary Potenzial haben. Ich hab keinen mehr. Ja. Und dann können wir eigentlich die Minion LP da drauf klatschen. Aber bis dann sind wir schon ein bisschen stärker, denke ich. Dass wir doch vielleicht auch ein bisschen ein besseres Amulett haben. Das sind halt das ist eigentlich keine guten Werte. Oder müssen wir das viermal draufklatschen? Ich weiß gar nicht, wie das so richtig funktioniert, weil ich es nie machen konnte. Immer steht, dass ein Affix fehlt, wenn ich nicht genügend Affixe habe. Oder zu wenig, zu viel Affix drauf sind. Ja, da muss man halt nochmals ein bisschen mehr spielen. Wenn man etwas nicht erreichen kann, spielt man einfach mehr, dann kann man es nicht erreichen. Ich hänge wieder fest. Diese Hügel, die sind überhaupt nicht gut. Ich mach's immer wieder. Weil ich einfach die Hügel jetzt gar nicht wahrnehme im Kampf. Und bleibe manchmal einfach hängen mit gewissen Zauber. Also so Bewegungsskills. Die lassen uns da drin stecken, ganz easy. Spiel will es aber einfach so. So, und diese Wurzel da, dieser Boden, das ist Endangling Roots, gestreckte Wurzel. Einfach so gemottet, dass es ringsum geht. Und so stärkt jede Pflanze. Deshalb haben die Ranken auch so einen roten, eine rote Aura.
das Schwert bekommen wir auch fast für die Minions. Und auch das andere. Ich kann das wieder nicht heilen. Rage, nein, nicht Rage. Ich kann das kurz nachschauen. Raserei, ja. Okay. Gut. So, die Liste ist voll. Können wir mal. Quest. Quest. Ende. Das ist ein laufender Weg. Ja, und dann eine Giftspitze. Eine Giftspitze. Ich verwechsel mit der Giftspitze. Wunderbar. Jetzt nur noch ein wahrscheinlich. Ich habe ein paar mehr. Das ist 65. Genau. Muss dann auch mal auf Nummer sicher gehen. Weil das ist halt schon ein bisschen sehr gesteckt manchmal. Es macht unglaublich viel Spaß, ein High Level zu sein, aber man kommt einfach ein bisschen zu wenig schnell vorwärts. Ein bisschen zu wenig Abwechslung, um jetzt wirklich immer sehr motiviert zu sein. Man erwartet etwas und trotzdem geht es noch lange. Das ist so, ja. Das ist aber eine tolle Motivation, aber man muss sich zeigen. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man warten muss. Aber man ist schon so richtig gespannt auf so Sachen. Wie zum Beispiel einen Unique tragen zu können. Der einfach ein anderes Gutes eignet oder so. Jo, diese Mindestanforderung vom Level her ist ein bisschen nervig im Spiel, da man halt erwartet, dass jo, das Item einfach früher da ist und da den Boost gibt anstelle von los. Und wie viele Level waren es? Glaube ich 11 oder 12 Level noch. Ich einfach ohne dieses Schwert fahren muss, denn ich was so lange noch zu warten, oder? So, mehrere Stunden jetzt gewesen. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein riesen Damage-Boost. Also ich kann es nicht so gut ausrechnen, 314 tönt auch sehr gut, oder? Also ein Spell-Damage. Aber wie viel sind so 20? Einfach dieses Hard Damage, wie es heißt, genau. Also einfach ohne Prozent, sondern ja, 21 bis nur normaler Schaden. 23k für eine große Schaden auf unterkühlte Gegner, okay. Deshalb haben wir auch den Spriggan auf Cold gesetzt und die Ranken machen wir auch Cold Damage durch irgendwelche Effekte und so. Was ist jetzt genau wie? Wie das geht. Genau da. Und das müssen wir auch noch scannen. Also ich mache jetzt einen Punkt schon mal raus. So. Den Damage rausgenommen. Um einfach noch das Level dann bis danach zu haben. So. Also die Chance auf Cold müssen wir noch erhöhen. Genau. Machen wir einfach die Attack Speed ein bisschen rund. Ja, ich muss ja noch weitermachen. Der Balken muss noch erhöht sein. Gut, wie lange geht es bis da 1k-Punkt auf Level 20? Wahrscheinlich gar nicht so lange. Also ich muss unbedingt den Gegner aber unter Cold setzen, damit wir stärker sind mit dem Schwert. So. Hm.
Glitzring. Dienerscharten. Zu wenig. Egal. Und dann den anderen Ring kann ich eigentlich einfach rausnehmen, dass wir jetzt eine Bewegungsgeschwindigkeit haben. Ja, bräuchten wir vielleicht auch noch. Wenn wir ein bisschen schneller laufen können. Das kassieren wir von Bossen einfach zu viel. Ja. Okay, wieder ein großes Gebiet, wo der Wald nicht so langsam wird. Aber tolle Gegner. Die sind mit manchen anderen Builds wahrscheinlich sehr viel anspruchsvoller. Dann hat schon sehr viel tanken. Gar nicht mal so viele Gegner. Außer meine blöden Kotzgruben hier. Blutkotze. Wenn das Aas einfach dann wieder aufsteht und so. Oh, ich wurde von einem Tier gefressen. Okay, ich muss erstmal ein bisschen rübsen. Den kotzen. Einfach mal diese blöden inneren Verletzungen wegnehmen. Rauswerfen aus dem Körper. Ja. Das kann der Gegner haben. Ja, und Abklingzeit müssen wir halt auch irgendwie hinkriegen. Es ist jetzt gar nicht mehr so schlimm, wenn ich so viel die W-Taste drücken muss. Aber es kann natürlich dann auch ein Damage-Boost sein, wenn man ziemlich schnell wieder Rampen hat. Ich weiß gar nicht, was Maximum ist. Also steht jetzt gerade 12. Ich weiß gar nicht, sind 12 Rampen Maximum. Gut. Okay. Die machen so viel Schaden, das ist schon gut genug. Hier haben wir Abklingzeit, aber viel zu schwach. Sind wir fertig mit dem Level? Ich glaube, wir haben jeden Gegner getötet. Wir mussten einfach. Und wir haben das Schwert. Ja, ein bisschen Gesundheit holen. Jetzt kommen natürlich die starken Bosse gerade. Also der stärkste ist ja ganz am Schluss. Der stärkste Monolith-Boss. Wir haben das Level noch nicht. Okay. Jetzt einfach mal austesten. Können wir einen Zauberstoff immer mitnehmen. Wie oft ist der Gegner unter Colt? Okay, der Schaden ist ja insane. Die Squirrels haben wir ja schon mal mit dem Schwert getestet und Squirrels waren auch mega stark. Schon. Das war unser Rekord mit diesem Bild schon. 10.000, glaube ich, habe ich gestern im Livestream mal gesehen. Vorgestern schon. Also der Schaden ist jetzt nicht direkt höher gekommen von der Anzahl, also von der Heben oder von den Gegnerzahlen. Aber die Gegner sind viel schneller down. Ich glaube, sie haben Frostbite auch oder so. Da habe ich auch 3 Bonus. Ich weiß gar nicht, wo ich die Sachen reinhauen soll. Das ist jetzt ein Problem, oder? Wir haben hier einfach zu viele Stat-Punkte. Zu viele Skis. 3 von 5 ist da diese letzte. 3 von 4. Ein Punkt hier. Ich muss kurz weg.
Ja, eine Mitwerberin hat einfach guten Morgen gesagt. Ja, dann machen wir doch mehr Zauberschaden. So. Und ich habe einfach gesagt, so in vierter Stunde oder so kann ich mal kurz rausgehen. Sie steht immer wie früher auf. Sie ist immer wie motiviert, einfach mal. Ja, nicht um 12 Uhr aufzustehen oder halb 12, sondern ein bisschen früher. Es ist schon fast wieder halb 12. Weiß sie einfach, also keine Ahnung, sie schlafen einfach nicht gut. Wie ich auch, aber ich stehe wenigstens auf morgen früh. So, ich brauche einfach wenig Schlaf und die brauchen immer mehr Schlaf. So. Komm. Schon weiter. Ein bisschen mache ich hier noch. Weil wir wollen ja weiter in den Echos kommen. Es geht so viel schneller, wenn man einfach alle Gegner tötet, bis der Balken voll ist. Weil es wird eigentlich immer sonst gesagt, durchrushen oder das Echo so schnell wie möglich abschließen. Nein, das bringt es nicht. Es dauert einfach zu lange, bis man den Boss endlich machen kann. Also wenn ihr weiterkommen wollt, dann macht die Gebiete wirklich bis zum Ende des Balkens. Wenn ihr irgendwas farmen wollt oder einfach leveln wollt, dann macht das. Ja, ihr werdet ja weniger leveln, wenn ihr nicht weiterkommt. Dann sind ja dann Hochlevel, dann gibt es wieder mehr XP. Ja, genau. Einfach so, dass der Charakter genug stark ist. Boss machen und dann das nächste. Der nächste Monolith erreichen. Genau. Ja, dann gibt es heute wieder ein Livestream. Dann ist der Charakter wieder ein bisschen stärker. Jo. Ich werde alle Boss sicher dann nochmal im Let's Play Part mit mehr Corruption, also mit 100 oder so nochmal machen. 100, Corruption 100 oder plus herausfordern. So. Und wir werden in einem Livestream dann auch noch einen nächsten Charakterbild machen. Also, den habe ich schon angefangen. Das ist ein Blade Dancer, ein Klingen Tänzer spielen, der auf diese dunklen Dolche geht. Schwert, Klingen. Genau, dunkle Klingen, glaube ich. Dark Dagger, also der dunkle Dolche. Okay. Weil der macht auch schon so 100, ja, mehr als 100, mehr als 10.000, genau. Schaden. Und weil der so viel defockt, macht er sicher 100.000 Schaden in kürzester Zeit. So hören. Aber es ist wirklich, also, so ein toller Bild. Aber wird wahrscheinlich einfach, ja, lange Zeit nicht so gezählt sein, dass ich jetzt wirklich Spaß habe am müssen wir ausprobieren und deshalb mal Livestream mal ausprobieren. Aber das wird wahrscheinlich noch 2 Tage oder so gehen, weil der Bild hier einfach noch mehr Pflege bedarf. Der ist nämlich definitiv sehr stark. So, dann sind wir fertig. Gut. Nächstes Echo. Okay, mal. Nö. Also gut, Aussicht haben wir, aber nichts Gutes. Doch hier wieder runter.
Ja. Was haben wir? Wir haben 25 Minuten. 12 Uhr. 6 schon. Wow. Ein paar Idole, die dunkler sind. Was heißt das? Besser. Ja, aber niedrige Resistenzen. Kälteschaden. Lux. Ja, könnte ich auch gebrauchen, eigentlich. Welcher Bild ist es mit Lux? Der Skorpion-Bild, kannst du sagen? Das Skorpion-Bild hat aber da die Viper da. Aspekt des Vipers. Giftschaden und Angriffsgeschwindigkeit. Ah, dann ist es wahrscheinlich der Gift-Explosionstoten-Bild. Ja, der geht da drauf. Das kritet. Ich glaube, Krit, Wahrscheinlichkeit und Schaden. Weil es zwei Nots sind. Das ist ein ja, low-leveliger Not und dann eine Linie nach rechts zu einem höherleveligen Not. Genau, ein Hinterhalt. Cool. Ah, jetzt kommt wieder mein Lieblingsgegner, der mich random manchmal tötet. Zu viel Giftstacks am Boden hinterlässt. Also lieber nicht allzu lange irgendwo bleiben. Und ja, wir machen ja auch Schaden an. Sehr gut. Weil so Giftpfützen, die stacken so oft aufeinander. Unglaublich Schaden. Ist plötzlich deine Kugel leer, obwohl ich eigentlich ständig nie Kugel leer hatte, ist auch für anderen Gegner. Plötzlich ist deine Kugel leer. So unglaublich viel Giftstacks drauf sind. Also nicht so gut balanciert. Ne? Dann stirbt halt auch ein Drago. Oh, gestern ein Pass of Exile. Nach so langen, also nach anderthalb Jahren wieder mal Pass of Exile spielen und dann wurde alles ein bisschen schwieriger gemacht. Hat mich schon ein bisschen betroffen, weil der Bild eigentlich nicht zäh ist im Moment. Und da nicht so viel Schaden macht. Ist aber momentan noch ein bisschen im Schlummern. Hier test stärker mit den passiven Edelsteine ausgeben. Naja, aber Akt 1, 2 ist erreicht. Also gar nicht mehr so schlimm gewesen. Ich war aber recht müde da. Wenn ich müde bin, bin ich manchmal aber auch ein bisschen langsam. Merke ich manchmal, ja, der Gegner hat mich schon lange getötet. Schade, dass es nicht besser wie der Olemant anderen. Aber so Feuer 7%, Feuer ist 7%, ist auch nicht das, was ich brauche. Ich werde wahrscheinlich nur die 9er Resistenzen, die kleinen aufnehmen lassen. Ob ich irgendwo zu wenig habe, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe schon so viel, das ist auf die Drohne. Ich denke, man muss es nehmen. So, jetzt haben wir das. Jetzt kann viel mehr Kult. So, also damit viel mehr Schaden machen. Also, vielleicht ist das sehr cool. So, also, dann machen wir heute Abend im Livestream weiter. Ich werde, denke ich, Pass of Exile so um 22 Uhr bringen. Also muss ich das noch ungefähr um 8 Uhr starten. Ja. Ungefähr um 8 Uhr wird es Pass of Exile geben. Also Stab brauche ich gerade nicht mehr. Und yes, take care. Ja, der Rest kann ich auch hier rein tun. So, dann. Dankeschön fürs Zusehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit diesem Bild. Und eben ein fantastisches Unique. Jo. Also, bis zum nächsten Part oder Livestream heute Abend. Direkt ein bisschen mehr Gameplay von diesem Bild.
Und ja, wir machen einfach alle Monolithen, damit wir wieder einmal Powered-Monolithen sind und T3 Chulra auch herausfordern können. Das mache ich dann in einem Part wieder. Aber wahrscheinlich nicht im nächsten Part, noch nicht. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Genau, noch einen Punkt investieren. Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich eher auf Schaden noch gehen. Das reicht aber. Ich gehe jetzt zuerst mal mehr auf Gesundheit noch. Manche Gegner haben doch ein bisschen Schaden gemacht. Ja, gut, dann ja, bis zum nächsten Paar. Oh, die Ranken sind auch weiß jetzt. Schon länger Zeit weiß. Nein, die sind jetzt weiß geworden. Ja. Also so cold. Gut, dann tschüss zusammen.